What they saying? I could lose 100 pounds in 2 days if I call now? B, you're not gonna believe this. Yo, believe what? How'd it go? It was great, all right? There was this NBA agent there, and then there was a scout, and I played amazing, all right? And then the scout wanted to ask me about Yo, slow down. You ain't making sense, man. Is this one of them jokes? Like an agent, a scout, and a DJ walking a bar? No, B, it's not a joke, okay? There was a scout there. He was a scout from the 76ers. All right? And he wanted me to try out for the team. Yo. He wanted me to do a tryout, but he asked me if I had an agent. And I said yes, because I panicked, right? But there was this dude walking around before the scout who was passing out this business cards. Yo, and I took the business cards. Did you get anything? His name, his blood type, his insurance, his address, his mama's maiden name, nothing? I think his name was like Ryan or Brian or something, but he said he has an office around the corner and he's local. Found him. Brian Lee. Let me see. Yo, I don't know about these Yelp reviews, though. Hey, forget all that. I'm Susie texting him right Q now. Susie Q got a grudge. Anything? Nah, not yet. Oh, there he is. Hey, he says he's got a couple minutes to talk to me about the job. The job? What does that mean? I don't know what it means, B, but this is my opportunity. Hold my ball. Yo, oh, I got you. Yo, you want me to come with? Check nah, it out? Nah, I'm good. Oh, okay, man. I'll hold it down here. What just happened? Mom, it is a virtual bouquet. What do you mean? It's better than real flowers. They never die. Yeah, though it's a mother. Yeah, I gotta go. What's up? I'm sorry. Are you talking to me? Yes. You texted me about the position that you want to try out. Yeah. So, it's intern wages. You know, you get paid in experience here. What? No. I'm not talking about here. You remember me, right? You met me at the MJ event, the tournament, the basketball tournament. I played, and I you were handing card? Out your right. You were handing out your business card. I give out a lot of cards. I mean, you gotta really wow me, you know, blow me away if I'm gonna actually all right, remember you. Look, here's the deal. Okay, there was a scout there from the Philadelphia 76ers. Yeah, and they want me to try out for the team. What? They want me to try out for the team. Yes, they want you. You because you're amazing. I remember you. You exactly. Remember me now? Yes, every okay. Move you did, every swivel, every dribble, every dunk, and all those things that you do because you play basketball incredibly well. I knew it from the moment I saw you. Thank you. So this guy, I don't remember his name. Larry. Who? He's like brown hair, polo shirt. Yes, that's the guy. That's their scout. That's the yeah, guy. So he does all their scouting. I know him. I know of him, at least. I saw him at the event. Yeah, so they want you to go to the workout. Yes. And you need an agent. Right. Well, I mean, so I was talking to Larry after, and I kind of told him that you were my agent. I just gave him the business card that you gave to me, and so he's probably going to call you soon. Well, it's good that you did that, because what is your name? DJ. DJ, I would like to offer you my services as an agent. Are you any good? I mean, and not, no offense, it's just my friend showed me your Yelp page. It doesn't really look Yelp. Fantastic. I discovered you, didn't I? Not really, no. I believe you just said I gave you my card. You gave your card to everyone, though. I gave you my card because I saw talent, and now that talent is here because he needs the best agent in this entire business. Who are you talking to? That is right. You, sir, are going to go all the way. You're going to go so high. It's going to be incredible because tomorrow is the biggest first day in your entire career. Yeah. If you sign just one contract in this business, you are set for years. But, you know, if you sign two contracts, you're set for a lifetime. We might be getting ahead of ourselves. Seriously, man. You need to go home. You need to get some rest. You gotta be there tomorrow, first thing. Drink some water. Take care of yourself. Because tomorrow, you need to learn how to eat what you kill. What does that mean? DJ, in this business, you do not eat unless you take food out of someone else's mouth. And tomorrow, you need to go in there like you are so hungry. You will starve to death unless you grab a big, juicy roster spot out of the jaws of every other player that is there who wants it just as badly as you do. Do you want it badly? I want it badly. Eat what you kill. Eat what you kill. Eat what you kill. Eat what you kill. I will call you tomorrow. All right. You have a good day. I'm going to buy my mom some real flowers. Yo, what's up, man?
Hey, thanks for coming. Hey, I said thanks for coming. Hey, I'm DJ. Okay, DJ, I'm the assistant coach. You ready? Yeah. Oh, I see what this is. You know, a while back I was in your exact same position. Yeah, I went undrafted, sweated out for the summer, and then I got invited to a workout. Didn't know what to expect, man. I was so nervous. I was more nervous than I've ever been. You nervous? I'm just happy to be here. Oh, well, good for you. I was nervous. My knees were shaking, knocking all together. I was like the shook one, you know? Sequel to the sequel, part three. You know what? Don't even worry about it, young brother. That's before your time. But I got a scrimmage I want to get you into, okay? Yo, bring it in. All right, guys, this here is DJ. DJ's gonna be running with you on the next round. I want you to give him a little taste of how we get down in the NBA, yeah? What's going on, man? DJ. Hey, how you living, man? What's good? What's good? Let's get it. Also, meine Wahl blieb bei den 76ers, weil ich habe dieses Jahr so Bock, mit Philly was zu reißen. Ich als Shooting Guard, Markel auf der 1. Es ist so viel Potenzial. Joel als Center. Dann haben wir noch Simmons, Johnson, Saric und so weiter und so fort. Okay, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir alle gemeinsam da drauf gehen. Defensiver Kollaps. Welches Team hast du in der Karriere gewählt? Schreib's mir in die Kommentare. Und ich freue mich dieses Jahr, einfach andere Sachen auszuprobieren. Jetzt in der in MyGM, die Mavs, hier auch ein komplett neues Team, mit dem wir noch überhaupt nicht gespielt haben. Bringt einfach auch neue Frische mit rein. Oh, der war aber nicht schlecht. Aber jetzt ist natürlich, ja, Saric komplett frei. Ah, nicht gut besetzt. Not good. Ich lasse mir jetzt mal kurz helfen. Words. Dreierplakette. Nein! Aber der gehört uns. Anderson mit dem Turnover. Jetzt sollten wir langsam wirklich schauen, dass wir punkten. Simmons. Step back und macht ihn rein. 6-0. 6-0. Nicht gut. Nicht gut. Aber. Nein! Und jetzt laufen wir den Gegner rein und verlieren auch den Ball. Mann. Maxi Joe. Ist tatsächlich nervös. Ist tatsächlich nervös. Gerade eben im Proving Ground. Schön. Lief alles so butterweich. Und jetzt gerade eben. Ja, so. Der erste Dreier, auch wenn der ein bisschen am Ring bounced, das ist völlig egal. Ich war zwar noch nie bei einem Tryout im Basketballspiel, aber ich habe als Fußballer das ein oder andere Probetraining schon mitgemacht. Und jede erfolgreiche Aktion ist da tatsächlich wirklich Gold wert und die nächste Defense. Nein. Aber Anderson? Ich hätte vielleicht nicht sofort den Dreier nehmen sollen. Ja, Okafor wird den. Nein, macht er nicht. Okay. Der geht wieder nicht. Anderson holt ihn nochmal. Vielleicht auch gerade eben ein bisschen zu. Rein zu Anderson. Raus zu Words. Der geht wieder nicht rein. Ah, es war trotz allem kein schlechter Versuch, beziehungsweise auch kein schlechter Spielzug. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich zurückkomme. Saric. Johnson. Defense. Gute Defense. Dauskas. Noch 3 Sekunden. Wir gehen unter den Korb. Box out. Ja, gehört uns.
Kein schönes Spiel bis jetzt. Definitiv kein schönes Spiel bis jetzt. Boah. Ja, geht doch. Oh, einmal durchatmen, guter Block, gute Ballbewegung und mal wieder Punkte für uns. Noch 2 Minuten, ne? Oh, ich darf meinen Spieler da draußen nicht alleine lassen. Ich komme einfach nicht vorbei, weil Johnson fett im Weg steht. Simmons, Gott sei Dank, kein Dreier-Schütze. Und die Defense reicht. Vielleicht kommen wir nochmal frei zum Wurf. Ja, kommen wir. Maxi Joe. Ah, Mann. Simmons zieht und macht ihn. Ja, das ist natürlich... Solche freien Würfe, die musst du machen. Ich mache ihn wieder nicht. Oh. Läuft gerade eben nicht so gut. Ich habe natürlich jetzt keinen Bock, gleich im ersten Spiel zu verlieren. Und Simmons macht ihn wieder rein. Jetzt brauchen wir schon mal 2 erfolgreiche Possessions. Ja, der fällt. Komm schon, das packen wir noch. Auch wenn wir nicht gut gespielt haben, aber zumindest, dass wir gewinnen. Johnson, ne? Rein zu Simmons, ist natürlich ein Mismatch. Aber die Defense reicht. Die Defense reicht zu Wells. Komm, ich stell dir nochmal einen Block. Nee. Und der war auch komplett high contested, also kein Wunder, dass er nicht reingeht. Ja, in der Auftakt easy weggefetzt und hier jetzt leider am Verlieren. 3 Punkte, 2 Rebounds und das war's dann leider auch schon. Wenn Simmons den jetzt daneben macht, haben wir nochmal eine Chance. Macht er nicht daneben. Wir werden jetzt volles Risiko gehen. Entweder wir bamsen jetzt den Dreier. Ja, oder eben nicht. Und dann hat sich das Spiel auch erledigt. Na, nochmal das Foul an Simmons. 7:11, also mir nicht nachmachen, besser spielen. Aber das ist halt auch Basketball. Ein schlechter Start kann dazu führen, dass irgendwie gar nichts geht. Und ein guter Start kann dazu führen, dass eben alles geht. Unpassend zum Gesamtbild geht der natürlich auch nicht rein. DJ, how do you feel about another run? I feel great about another run. You tired? Not at all. You sure? Yes, sir. Absolutely positive. Yep. Now, if I put you in this game and you tell me you're tired, I'm gonna be upset because you just told me you weren't tired. Understood. I mean, I can find another guy. It's nothing. I'm your guy, coach. Good. I want to see you against the starters. Hey, guys, over here. Ja, wenn wir gerade gegen die zweite Garde so schon mega verkackt haben, dann natürlich gegen die Starting Five. Alright, coach. Guys, listen. DJ's trying out. And he looked pretty good against the twos, but the coaching staff wants to see what he's really made of. So don't get all precious on me. I need you to give him the business, okay? Please. What's going on, man? DJ, what's good? What's good? Hope you guys are ready. Okay, jetzt haben wir natürlich gleich die Chance, um es gut zu machen. Das ist ja jetzt eigentlich das Schöne. Ich werde jetzt ruhiger spielen. Wells nimmt den Dreier, macht ihn nicht rein. Ruhiger, eine bessere Shot Selection. Von den Blocks her bin ich auf jeden Fall zufrieden.
Das, glaube ich, habe ich ganz gut gemacht. Embiid, ja. Macht ihn natürlich rein. Was ist möglich, wenn er Joel in dieser Saison komplett fit bleibt? Komm, Anderson! Spiel ihn raus! Ja, genau. Oh. Ball geholt. Eigentlich will ich den Ball gerade gar nicht haben, sondern... Scheiße. Jetzt langsam wird es ein bisschen eng. Komm, jetzt müssen wir die Punkte mal machen. Korbliga geht echt überhaupt nicht rein. Egal, 2-0. Redick. Saric. Noch 6 Sekunden, ne? Anderson. Drück's durch. Glück gehabt. Das war kein gutes Boxout von mir. Words. Meine Jungs treffen aber halt leider auch nichts. Und so gesehen kriegen wir dann natürlich auch keine Assists. Covington komplett frei und der ist jetzt von draußen auch nicht so ganz schlecht. Aber allgemein gerade sehr defensiv lastig. Und Anderson, wenn er da vielleicht spielt, dann... Jetzt kassieren wir noch den Block. Anderson! Macht ihn wieder nicht rein! Das ist doch gerade nicht zu glauben. Also was hier gerade eben abgeht, ist auch nice. Wells spielt leider zu spät. Und das sind die Punkte. Sensationell 2-2. Wie beim Fußball. Redick. Aber man muss auch sagen, die Defense gerade eben echt nicht schlecht. Embiid nimmt ihn. Und ich hab ihn. Wells. Oh, Wells, was war... Boah, der hat ja Glück, dass der ankommt. Also, ich freue mich. Das sind ja Punkte für uns. Aber trotz allem, ganz, ganz riskanter Pass. Nein, ich habe ihn wieder. Ja, ich arbeite halt unterm Board. Und ich kassiere den Block. Jetzt habe ich gedacht, bin ich mal wirklich richtig gut vorbeigekommen. Und kann vielleicht sogar mal danken, aber nein. Redick nimmt den Dreier. Und ich stehe wieder richtig. Bin ich eigentlich ein Power Forward oder das Center oder was? Anderson! Bam! Bullseye! Rein damit! 7-2. Ist total egal, wie wir hier gewinnen. Wir spielen eine gute Defense. Wir arbeiten richtig gut unterm Korb. Das ist offensiv nicht attraktiv. Das muss es aber gerade eben auch gar nicht sein. Und der gehört uns. Ja. Jetzt, komm schon! Und ich kassiere den Block. Ich weiß nicht von wem, aber ich kassiere wieder mal den Block. Ich, wie ein Rookie. Ich krieg richtig hart auf den Deckel unterm Korb. 7-4, was ein enges Ding, ey. Hör mir auf. Block kommt. Und wir machen wieder die Punkte. Nein, komm ich nicht hinterher. Jetzt halt auch mal Punkte von uns. Das wäre natürlich ein schönes Erlebnis. Ich spiele ihn nochmal.
Er nimmt ihn, aber der ist viel, viel zu contested. Covington. Nochmal Covington. Und die Defense, die ist gut. Wells, zimmer ihn rein. Ja, nice. Nice, nice, nice. Da ist die Sache schon fast so gut wie durch. Redick, sie müssen jetzt abschließen und das sehr schnell. Und Embiid macht ihn nochmal rein. Gib mir den Ball, dann kriege ich vielleicht mal durch Freiwürfe Punkte. Ist egal, Hauptsache ich krieg irgendwie mal die Chance, einen Korb zu machen. Ja, aber jetzt als Neuer muss ich natürlich einwerfen. Und krieg dann nochmal das Foul. Also, es steht trotz allem 11 zu 8. Ich sollte die beiden schon reinmachen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh. Ein Punkt. Rocket. Falls. Und ich hab ihn wieder. Und wir werden nochmal gefoult. Ich kann eigentlich nicht fassen, dass ich echt 7 Rebounds hole und einen Punkt mache. Ja, er macht ihn wieder nicht rein. Mann, 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 ey. Boah, und den ist etwas zu spät. Ey, das ist eine Katastrophe. Also entweder haben die die Schwierigkeit hochgestellt oder ich bin gerade eben einfach minimal leicht kacke. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Yo DJ. So I was thinking, there is definitely a spot on this team for a player with your skill set. Are you saying I made the team? Well, I'm just the assistant coach. I don't do the signings, but I do make recommendations. And I would recommend to the front office and the coach that if they found a guy with your skill set, your size, and who can play ball the way you do, then they should potentially sign that guy. So tell your agent that we'll be in touch, potentially. Got it. Thanks for the opportunity. Of course. Don't do it. Don't go in that door. Yo, man, why do I watch scary movies by myself? B, B, guess what? You met Kobe. Not even close. You made the NBA? Yes, no, maybe. Yeah, hold on, hold on. You an official? How'd the Andersons get tickets NBA player? I mean, maybe I could be. Oh, my God, you gonna play against Kobe? No, I'm gonna cry right now, man. No. You gonna play against B, Kobe? Kobe is retired. No, he my is God, retired. You gonna play against Kobe? You gonna get the endorsements? No, you gonna get the B, Nike, nothing the is Mountain official. Duke. I didn't sign Yo, anything you gonna yet. Host but, SNL. Hey, pump That's your brakes on the level. Whole hosting thing, all right? I can't I'm wait. Just I'm saying gonna be front that, row. Hey, hold I'm gonna whoa, be front whoa, row. Hold up. What? Yo, the agent texted me. Hold up. What'd he say? He said he's coming over right now. He says you're not gonna believe this. It's happening, yo. It's happening. It's happening, DJ.